Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, wie man die Tastatur aus einem Notebook ausbaut, in dem Fall aus einem Fujitsu Notebook und in vielen Geräten dieser Reihe ist das ähnlich. Bei den meisten Notebooks sind hier oben an der Tastatur kleine Laschen, die man mit einem kleinen Schraubenzieher hochschieben kann und kann die Tastatur dann so rausklappen. Bei dem ist das nicht so. Hier oben fehlen die Laschen. Stattdessen geht die Tastatur unter diese obere Abdeckung und wird von der oberen Plastikabdeckung nach unten gedrückt und in der Position gehalten. Bei vielen Notebooks ist hier unten auf der Unterseite nochmal eine Schraube oder mehrere, die mit Keyboard beschriftet sind oder KEY oder KB. Auch das ist hier nicht der Fall. So eine Schraube gibt es nicht, die die Tastatur von unten fixieren würde. Bei dieser Modellreihe ist es noch einfacher. Man muss hier oben einfach diese helle Abdeckung einmal komplett entfernen. Hier ist es noch einfacher, hier kann man ohne Werkzeug die Tastatur ausbauen, indem man hier mit dem Fingernagel unter diese Abdeckung geht, die ein bisschen hochbiegt. Braucht man wenig Kraft, aber viel Mut dazu, weil manchmal zerbrechen solche Plastikteile auch. Das ist jetzt hier mal erfreulicherweise nicht der Fall. Und dann kann man hier das so rauslösen und dann kann man einmal diese Plastikabdeckung einmal komplett entfernen. Der Knopf ist hier auch mit dabei und dann ist die Tastatur an der Seite hier nochmal eingeklippt, aber das kann man einfach, indem man das so ein bisschen hochzieht, ausrasten und da ist sie dann. Die Tastatur ist natürlich noch an dem Flachbandkabel befestigt. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das hier richtig rausmacht. Hier neben kann man die Arretierung ein Stück hochschieben und dann löst sich das Kabel dann hier raus. So sieht das dann aus. Jetzt ist es komplett ausgebaut, ist eine Einheit, gibt es auch nur als solche, kann man auch nicht reparieren. Wenn was kaputt ist, muss man es austauschen und über das Kabel hier ist die Tastatur dann befestigt. Eingebaut wird die neue Tastatur dadurch, dass man die schwarzen Laschen hier links und rechts nach oben schiebt. Das kann man hier so ein bisschen bewegen. Und wenn die nach oben geschoben sind, lässt sich der Stecker hier ganz leicht reinstecken. Und dann kann man die wieder nach unten arretieren. So, dann ist es feste drin, geht auch nicht mehr raus und die Tastatur kann dann wieder rein. Die neue Tastatur wird dann einfach hier unten eingelegt und an den Seiten dann kann man ein bisschen biegen, klipst die dann ein, links. Und jetzt liegt die dann feste drin. Und zu guter Letzt noch hier einfach das Plastik wieder drauf. So, mal hochgefahren und getestet. Funktioniert wieder alles einwandfrei.